Hallo, hier ist wieder euer Rising Sol LP und diesmal fangen wir ein neues Projekt an und zwar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, ich habe es endlich hinbekommen, auf der Wii aufzunehmen und ja, fangen jetzt mit Ocarina of Time eine komplett neue Serie, sage ich mal, an, weil ich für Turok 2 keine Motivation mehr habe und Mischief Makers in die ewigen Jagdgründe der Spieler eingegangen ist. Was ich aber auch schon in der im Abstimmungsvideo in der Beschreibung geschrieben habe. Ja, apropos Abstimmung halt, ja, das Spiel ist halt der Gewinner dieser Abstimmung geworden. Und ja. Ich wette, einige von euch kennen das Spiel. Ich wette, eigentlich jeder müsste das eigentlich kennen. Weil wer hat noch nicht Zelda gespielt, ne? Ja, ich werde auch alles vorlesen. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobau über die Kinder des Waldes. Ich hoffe, ich habe so viele Stimmen, weil das sind scheißen viele Charaktere. Jeden der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Ja, unser Charakter hat Träume. Ja, wir werden hier so ein bisschen in der Story gespoilert. Wer das ist, werdet ihr noch kennen, werdet ihr noch sehen. Nein, böser Mann! Tod! Navi, Navi, wo bist du? Erscheine! Navi, holde Fee, höre die Worte des Dekobaums. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen soll Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber, mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Alles klar, Chef! Ja, jetzt ein kleiner Rundflug als die Fee Navi. Trip hier. Planescape Aufhänger. Denn du hier. Moin! Okay, Moment. Der Frameskip, so ein Scheißwort, der Frame. Oh. Was ist denn jetzt los? Hallo? Oh. Okay, der Frameskip, der war jetzt gerade mal übel heftig. Bäh. Viel zu blöd zum Fliegen. Ach ja. Ich wollte auch immer ein Baumhaus haben, verdammt.
Gott, was für eine Stimme für Navi, nein! Hallo Link, wach auf! Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen! Link, wach auf! Aus! Los, komm schon! Sollte die Zukunft Hyrule wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Männliche Fee. Okay, und naja, apropos männlich, Link und so, bin ich mir nicht sicher. Na endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Herr Dekobaum hat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Ich werde dich das ganze Abenteuer lang nerven. Herr Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf, los! Okay. So, und ab jetzt können wir auch Link endlich mal steuern. Und ja, da ich das Spiel auch schon etwas, ja, auswendig kenne, kann ich auch einige Tricks, ja, zeigen. Guten Morgen, Link! Gott, ich kann diese Stimme nicht lange machen. So, das erste ist natürlich dieser Backflip runter. Ach ja, und ich stelle mich jetzt mal blöd und gehe schon mal in Richtung des Dekobaumes. Nur wir müssen eigentlich noch was dafür machen, aber ich frag mal diesen komischen kleinen Kerl hier, der uns nicht vorbeilässt. Hey, du feenloser Versager, was hast du mit dem Dekobaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Jetzt ist Navi natürlich weg, weißt du? Was? Du hast eine Fee und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mio zu sich rufen? Das kann nicht sein. Ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht einmal richtig ausgerüstet. Wie willst du denn den Dekobaum denn... Wie willst du... Du den Dekobaum, der ohne Schwert und Schild da Dingenskirchen. Was stimmt das? Was? Das stimmt. Ich bin auch nicht ausgerüstet. Bla bla. Wenn du wissen willst, wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwende! Ich will mich nicht mehr versprechen. Oh. Ich muss unbedingt lernen, das ein bisschen weniger schnell zu scrollen. Hilf, ich komme mit der Rederei nicht hinterher. Lalalala. Ja, Navi, was willst du denn? Dekobaum befindet sich im Osten des Dorfes, wir sollten uns beeilen. Du hast gerade nicht zugehört, du dumme Fee. Ja, Navi gibt uns Tipps, mehr oder minder. Die Tipps sind eigentlich ziemlich bescheuert. So. Du hast einen beschwerlichen Weg hinter dir. Du scheinst ein wahrer Held zu sein. Sieh doch nur, ist die Aussicht nicht wunderschön? Wechsle den Blickwinkel mit hoch und nutze Joystick, um die Sicht zu wechseln, glaube ich. Also das ist ein beschwerlicher Weg, okay. So, ja, wir müssen 40 Rubine sammeln, um uns das Deko-Schild zu kaufen. Und ja, okay, wir brauchen eigentlich nur 35, weil im Laden selber ist noch ein 5er Rubin. Zur Währung selber, ein grüner Rubin ergibt 1 und blaue 5. Dann gibt es auch noch die roten, die geben glaube ich 10. Ja, jetzt gerade in den Rückwärtsgang. Wie ich ihn. Rückwärtsgang, ja, nein, ich will nicht lesen. Ja, der Rückwärtslauf, damit seid ihr schneller unterwegs. Klingt komisch, ist aber so. Oh Gott, mein Hals bringt mich jetzt schon um mit den Stimmen. So, und hier kann man auch einfach drüber jumpen. Und man kriegt sogar Rubine dafür. Zack! Okay. So, hey. Und ja, wir besorgen uns erstmal das Schwert. Und dazu muss man halt hier durchkrabbeln. Und wir begegnen der ersten Herausforderung in Anführungszeichen. Gag! Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Man hört jetzt zwar dieses Grollen die ganze Zeit, das ist ein Felsen, der rumrollt, aber Achtung!
Das Kokiri-Schwert! Wähle es mit A im Ausrüstungsmenü aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Ja, das ist dieses Coole an den Zelda-Teilen hier. Wenn man diese großen Truhen öffnet, kommt... Oh, also das ist dieser Felsen übrigens. Ja, dann kommt diese diese schöne Sequenz. So, wir haben dieses schöne Schwert hier. Dafür können wir hacken. Alles kaputt hacken. Oh. Ich werde bestimmt total heiser werden. Ah, Hilfe. Und jetzt können wir auch die ganzen Grasbüschel, meine Fresse. Das ist ein Scheißwort, ey. Sag doch mal fünfmal schnell hintereinander. Ja, können wir kaputt hacken. Ja, alles kaputt hacken jetzt alles. Ja, und da können auch Rubine drunter versteckt sein. Vielleicht noch zwei. Noch ein Rubin, komm bitte. Kein Grasbüschel mehr. Ha, da ist nichts wieder. Na komm, gucken wir nochmal hier drin. Yes, und jetzt auch zum Laden. Da können wir uns jetzt nämlich dann das Deko-Schild kaufen. Und dann können wir auch schon zum Deko-Baum. Wir können aber leider keine Menschen hacken, das geht leider nicht. Hallo Mensch, schau zu mir rauf. Mit Z schaust du mich an. Ich will dich gar nicht anschauen, du siehst hässlich aus. So, und jetzt den 5er Rubin noch holen hier. So, Kasse ausgeraubt und wieder zurück. Lalala. So, mit dem komischen Typ hier, der hyperaktiv ist, reden und das Deko-Schild kaufen. Der Deko-Schild geht jetzt aus das Menü und mit A auszuwählen. Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Drückst du R und bewegst Joystick, schwenkst du. Nein, ich möchte nicht mehr kaufen. Ich habe nämlich kein Geld mehr. Ah, ich bin A. So, rüsten wir auch direkt aus hier das Schild. Damit Mido uns nicht wieder nervt. Ja, schwimmen können wir auch. Und tauchen können wir auch, aber das nützt dir gar nichts. So, lass mich... Oh. Bevor du zum Deko-Baum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hey, ist das? Du besitzt ein Deko-Schild? Und auf dem Rücken trägst du ein Schwert? Unglaublich, es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deko. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibst du immer. Bleib immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Salia und nun... Okay, das kommt von Frostbit. Egal! Naja, wahrscheinlich ist das Salia und... Das ist übrigens dieses Mädchen gewesen, das am Anfang... Oh! Pflanzen, hacken. Und wir gehen das erste Item. Der Deko-Stab! Im Gegenstandsmenü kannst du ihn mit links, unten oder rechts auswählen. Benutze ihn mit C. Wenn du A drückst, kannst du ihn wieder wegpacken. Du kannst höchstens 10 Deko-Stäbe tragen, also setz ich mir Bedacht ein. Hacken! Ja, alles vernichten hier. So, bevor ich jetzt zum Deko-Baum gehe... Wieso ist jetzt wieder die Musik hier? Okay, die wachsen wieder neu. Ich hol mir weitere Deko-Stäbe, geil! Nee. Deko-Stäbe! So, Oh! So, und bevor ich jetzt zum Deko-Baum gehe, würde ich sagen, ich beende den ersten Part hier. Bis zum nächsten Mal, euer Rising Soul RP.